So, und herzlich willkommen. Ging gleich weiter mit Head in Time, Part 17. So, 70% fertig, angeblich. Ja, super. Ich freue mich wie ein kleiner Spatz auf der Hand und denke mir so, machen wir doch mal weiter. So, hier ist das Finale, das mache ich aber noch nicht. Jo, wir haben alles. So, du böser Roboter. Der gibt nicht unendlich Geld. Okay, einmal noch. Gut, damit. Hallo. Gut, weiter geht's. Ich würde gern etwas machen, was ich selbst so noch nicht kenne. Dry Laundry Cleaner 3000. Ja. Warum nicht hier? Jo, Kapitel 6. Arktische Kreuzfahrt. Ich glaube, das ist sogar ein DLC. Jo. Bon Voyage. Da bin ich mal gespannt. Das kenne ich selbst so noch nicht richtig. Ich habe es mal angezockt in einem Stream. Aber ich muss gestehen, ich habe das jetzt nicht ganz so ausführlich gespielt. Von daher blind. Wasser ins Gesicht gehauen, frisch geduscht, Head in Time. Was kann's Schöneres geben? Super. So, ein bisschen Stativ höher. Das ein bisschen weiter runter. Wunderbar. Eieiei, jetzt aber. Nee. Auch ein anderes Stativ. Wie gesagt, es ist an sich super, aber manchmal macht es Probleme, weil die Stabilität nicht mehr ganz so perfekt ist. So, ja, wir haben jetzt gut was gemacht. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes zu finden? Nö. Alle sind in Abreisestimmung, das ist wunderbar. Oh, der kann noch mit uns quatschen. Hey Kind, du wirst nicht glauben, wie schwer es heutzutage ist, zur Sonne zu reisen. Verdammter Steve, immer einen Schritt voraus. Jedenfalls dachte ich, dass ich mich mal entspannen muss. Das sollte doch glatt laufen. Jo. Captain Walross, können wir ablegen? Du siehst mir ein wenig zu jung aus, um alleine zu segeln, Welpe. Was auch immer. Steh einfach niemanden im Weg. Die Crew tut das schon genug. Alles klar. Hey Kumpel, Kumpeline meine ich. Ich bin nicht so richtig bereit für eine super Kreuzfahrt. Hoffentlich ist an diesem Schiff nichts fischig, weißt du? Ach, ehrlich. Wunderbar. Irgendwie... So, und jetzt aber... Jetzt müsste es passen. Wunderbar. Und letztes Jahr wurde ich bei einem zwielichtigen Urlaub abgezockt. Das war mal so gar nicht krass. Ja, da kann man gut Probleme kriegen. Bevor ich jetzt aber hochgehe, will ich gucken, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Nö, da kommen wir auch nicht hin. Aber die Musik ist schön. Die ist schön. Die Kleine hat auch ihren Reisehut mitgebracht. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Ja, Narr. Oh, du bist's. Du tauchst in meinem Wald auf. Greifst mich an.
weigerst abzuhauen und jetzt bist du hier, um meinen Urlaub zu ruinieren? Du bist schrecklich, Kleine. Ja, ich verstecke mich in einer Kiste. Tickets. Tickets sind teuer. Oh, herrlich. Ist auch gar nicht auffällig. Na gut, dann lassen wir das mal. Lass ein Augen drauf, dass er sieht, was abgeht. Gibt es hier auf dem Boot irgendwas? Nö. Dann will ich hier... Ih, was sind das denn für Viecher? Octoblockdos. So, weg damit. Oh, da ist ein Zeitriss. Den habe ich ja gerade so gefunden. Coole Sache. Mafia Co-Shipping. Kann ich eigentlich schwimmen? Ja, kann ich. Ah, das Wasser ist kalt. Oh, stimmt. Arktische Kreuzfahrt. Eieiei. Oh, jetzt ist mir kalt. Cool, ist goldig. Doch, muss man sagen. Können natürlich... Aha. Was habe ich denn hier? Einen Token gefunden. Blinder Passagier an Bord. So, was haben die Mafias? Böse Mafias. Versuchen hier Fisch oder so zu schmuggeln. Tja, hat Kit TV keinen Empfang. Oh, cool. So, ansonsten gibt's hier nichts, ne? Nö. Wie gesagt, sicher ist die Mutter der Kassenschublade. Den Spruch habe ich aus einem Knacksheft von der Sparkasse schon als Kind mal gehabt. Der Bankier hat das immer gesagt. Ah, schön. Der eigentliche Spruch geht ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So, jetzt erkennt man diesen Zeitriss. Tun die weh? Nö, doch, nö, die haben Angst vor uns. Flupp, weg. Oh, die Krabben sind goldig. Ist das so ein Teil, wo wir wieder so Karten suchen müssen? Ja, och, ich weiß nicht, ob ich den finde. Ob ich alle finde. Ja, das sind Seeigel. Da musst du echt aufpassen. Die machen echt Aua. Auch im Real Life. Also von daher immer auf Vorsicht, wenn ihr mehr seid. So. Los geht's. Hier unten sind ganz viele Seeigel. Oh, ist das schön. Ist das schön hier. Das leuchtet so richtig. Also das passt wirklich ins Meer. Das ist schön. So, hier haben wir was gefunden. Oh, eine Burg. Oh, wie schön. Oh, wie cool ist das denn? So, wir haben hier 2 von 9 Fotos gefunden. Das ist doch, fängt doch schon mal gut an. Oh, Vorsicht, Mädchen. Tut dir nicht weh. Entschuldigt bitte für das Husten. Ah, Mist. Das muss ich also stark abtimen. Oh, das ist ja mies. Ja, Schönheit tut weh. Warte mal, da drüben gibt's auch noch was. Ja, das wird auf jeden Fall nicht einfach. Boah. Wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht. Zum Glück. Oh, diese bösen Eulen. Was soll das denn? So, weg damit. Alter, ist das mies. Die Eulen sind aber echt gemein. Warum sind die Eulen denn so sauer auf uns? Wir haben doch nichts getan. Oh, jetzt darf ich aber echt... Gibt's hier noch ein paar Herzchen? Nö, gibt's natürlich nicht. Boah, ist das schwer. Ist das schwer. Oh.
So, da muss ich erst aufpassen. Okay, hier muss ich es abtesten. So, das habe ich. So, 3 von 9, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gut, gibt es hier noch irgendwas versteckt? Irgendein Herzchen oder so, irgendwas, um der Kleinen zu zeigen, hey, wir haben dich lieb. Oh, die arme Kleine, die tut mir richtig leid, wenn die so erschöpft ist. Okay. Hier ist ein Herzchen. Oh, super. Alles klar. Ich glaube, wir haben hier auch alles. Kriegen wir noch ein Herzchen? Nö, kriegen wir nicht. Okay, ich bin am Überlegen, wo hätten sie noch was verstecken können, weil 3 von 9 ist zwar am Anfang ganz gut, aber die Frage ist, wenn wir hier eins verpassen, wenn wir hier was verpassen, dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Deswegen lieber vorsichtig hier manövrieren. Aber ich sehe jetzt nichts. Da oben war ich, genau, das waren diese verrückten Eulen. Gut, dann gehe ich einfach mal weiter in der Hoffnung, dass ich alles habe. Aber... ist das die Meeresströmung? Weil normalerweise... ah, hier sind diese Octobloctos, die dann wieder Aua machen. Oh, war das knapp. War das knapp. Hier unten geht's sonst nicht weiter. Okay. Ich muss hier echt aufpassen, weil ich bin hier gerade echt Leben am Limit. Also mittlerweile die Sprungpassagen kriegen wir hin. Lass mich raten, die machen Aua. Autsch. Wie sollen das... vielleicht ein Doppelsprung. Ist jetzt die Frage, haben wir noch unsere Karten oder müssen wir die neu einsammeln? Geldregen, Geldregen, ist alles meins. Ach nee, wir müssen den ganzen Shit neu einsammeln. Ach, eklig. Ja, das ist sehr ärgerlich. Doch da irgendwas glänzen sehen. Ach nee, das war was, eins von diesen Krebsen auch. Schon schön gemacht, muss man sagen. Gefällt mir. Ich bin jetzt, was das angeht, eigentlich mal so ein bisschen still, wenn ich ehrlich bin. Aua, das hat der Kleine wehgetan. Weil die Musik ist einfach toll. Och ja! Man kann es auch noch unfairer machen. Das ist doch ein Zeitriss. Gibt es hier nichts. Hier habe ich wenigstens mal ein bisschen Ruhe, mich mal umzusehen.
mich mal auch in Ruhe umzusehen, ohne diese Kackeulen. Na gut. So, bevor es hier aber weitergeht, will ich hier trotzdem nochmal überall hin. Ach nee, von hier kam ich ja, ich Idiot. So, dann muss ich nach oben. Das war knapp, Mädchen. Oh, bloß nicht, bloß nicht. Nein, falsche Maske. Oh, guck mal, wir hinterlassen Spuren im Sand. So, okay. Vorsicht, Sascha, Vorsicht. So, okay. Das ist ärgerlich. Gibt's da oben noch irgendwas? Ja. Ich glaube schon. So, ansonsten gibt's hier keine Herzchen. Schade eigentlich. Ist doch die gleiche Kacke, die wir eben schon hatten. Hier gab es ein Herzchen. So, wenigstens haben wir jetzt hier nochmal zwei Dingsbums gekriegt. Hier kann ich eigentlich jetzt runter. Ich hätte jetzt, wie gesagt, immer noch keine Ahnung, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich habe nichts gesehen. Machen wir mal weiter mit zwei Herzchen. Das geht. Hier nicht runterfallen. Ich lasse die Maske mal an, auch wenn die creepy und hässlich as fuck ist. Boah. War das mies. Ja, die Kleine hat irgendwie Probleme. Ist ja eigentlich mein Fehler. Irgendwie kriege ich es nicht so ganz hin. Die Kleine wird nicht so wie ich. Gut, hat geklappt. Wunderbar. So, da sind diese Octoblockdos. Da gibt es bestimmt noch was zu finden. Und hier gibt es bestimmt auch noch was. Warte mal, geht das? Ja, haben sie hier was versteckt? Nein, haben sie nicht. Okay, schade. Ich dachte, das wäre was. Schon wieder. Schon wieder. Oh, das kann doch nicht sein, ey. Boah. Na gut, ich probiere mal was anderes. Ich will mal was probieren, ob ich vielleicht mit einem anderen Hut hier weiterkomme. Das könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Ups. So,
gar nicht erst mich hier mit den Katzen plagen. So, zwei Eulen sind schon mal weg. Geht es hier unten weiter? Da unten glänzt es, aber das kann natürlich auch einer von diesen Seeigeln sein. Okay, das ist einer von den Seeigeln. So, weg mit der Eule. Dann kann ich mal in Ruhe nachgucken, ob da noch was ist, aber das sieht für mich abgegrast aus. Gut. Auch da ist nichts. Na gut, gleich hier hoch. Oh, war das mies. Zum Glück hat die mir nur ein paar Pons geklaut. So, ich habe nur einen, da muss ich noch wieder da hoch. Okay, hier gibt es aber noch Karten, die ich gerne haben möchte. Ach Mist, was geht denn heute ab hier? Heute ist irgendwie echt der Wurm drin. Also hier zumindest nicht heute. So, jetzt hier wieder nach oben. Ah, im Sand ist also was versteckt. Ich verstehe. Schön hier. Doch, gefällt mir. Auch die Musik ist genial. Ansonsten gibt es hier nichts, ne? Nö. Schade. Ich würde gerne oben in das Korallenriff rein. Hallo Krebs. Keine Angst, ich möchte dir nichts tun. Ich bin doch lieb. So. Puh, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Die Seesterne können ganz schön rutschig sein. Sonst nichts. Da ist doch irgendwas versteckt, aber das mache ich. Warte mal, warte mal, warte mal. Muss ich da lang? Das sieht für mich so aus. Für mich sieht das so aus, als gäbe es hier einfach noch irgendwas. Ja, ist ja gut, Krebslein. Ich tue dir nicht weh. So, jetzt probiere ich es hier nochmal. Das hat jetzt wesentlich besser geklappt als vorher. Super. Naja, 4 von 9, das ist schon mal eine gute Statistik. Und wir sind noch nicht fertig. Die gehen auch nicht aus, ne? Okay, ich verstehe. Nein, 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 nicht runterfallen. Nee, der macht das nur langsamer. Okay, ich probiere es mal anders. War das gemein. War das knapp. Aber ich habe es geschafft.
So, hier brauchen wir wieder unseren Waschbärhut. Das ist offen. Da ist aber noch was zu finden in diesen Teilen. Was auch immer die Vögel unter Wasser machen. Ne, da oben gibt es nichts. Okay. Das haben sie natürlich klug gemacht. Da gibt es bestimmt was. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Hier muss ich ein bisschen nach außen. Da gibt es ein Herz. Okay, okay, okay. Ich weiß, wo ich lang muss. Boah. Freunde, Leute von heute. Ich glaube, ich lade den ganzen Kram heute schon hoch. Dann muss ich mich 2020 nicht drum kümmern. Boah. Nein. So gemein. Wenn du einmal, draußen bist, dann ist echt die Luzi am Dampfen. Nee, da will ich noch nicht hin. Ich will da echt hoch. Die Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Außer, ja, wahrscheinlich nur von hier. Das ist echt mies. Danke, Kamera. Boah. So, von da aus würde ich da hinkommen. Und aus würde ich aber auch noch da kommen. So, hier habe ich ein Herzchen. Ich muss aber noch da drüben hin. Gibt es da noch ein Herzchen? Möchte ich das Herzchen haben? Nein, gibt es nicht. So, jetzt hier ganz gut überlegen. Und jetzt nach hinten, dass der Stern mich nicht kriegt. Und hier rüber. Super. Gibt es hier noch eine versteckte Karte oder sowas? Nein, gibt es nicht. Hier oben sieht es auch ganz sauber aus. So, hier noch ein Herzchen. Oh, wunderbar. Jetzt werden wir hier wieder zurückgeportet. Das ist super. Jetzt geht's nach da hinten. So, die schon mal weg. Oben gibt es sonst nichts, ne? Nee, 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 nee. Okay. Boah, war das knapp. Wunderbar. Und ich komme sogar wieder zurück. So, jetzt habe ich mir aber echt Dingsbums verdient. Wo komme ich denn am besten hier hin? Jetzt habe ich mir aber echt das Weitergehen verdient. 4 von 9, das ist okay. 2 Stück haben wir noch. Oh, ist das schön hier. Ist das wunderbar. Die haben es echt schön gemacht. Also ich bin hier gerade richtig tief entspannt. Ich könnte es eigentlich die ganze Zeit spielen, um echt runterzukommen. Schön. Doch, mir gefällt sowas sehr. Ich gucke mich erstmal hier so am Boden ein bisschen um. Mit der Hoffnung, dass ich irgendwas finde. Da habe ich doch was gefunden. Und ein Schatz. Super. Hat mich mein Instinkt doch nicht
getäuscht. Warte mal, gibt's hier oben irgendwas? Nee. Okay, dann will ich mal erstmal hier hoch. Oh. Oh, diese Katzen. Weißt du, wenn die Katzen nicht wären, wäre das alles so viel einfacher. Also diese Katzen, ja, nicht irgendwelche Katzen. Okay. Boah, das wird mal wieder ein schöner Spaß, der mir da um die Ohren fliegt. Hier genauso. Oh je, ob ich das schaffe. Okay, das sind nur diese Teile. Oh, ist das gemein. Super, das hat doch schon mal was gebracht. Boah. Okay, hier kommt nichts ran, aber hier hinten komme ich so hin. Oh, ist das gemein. Oh, ist das fies. Nein, warum bin ich denn jetzt runtergefallen? Das ist ärgerlich. Die Frage ist, muss ich mir den ganzen Kram nochmal geben oder nicht? Ich guck trotzdem mal lieber. Das ist natürlich immer ärgerlich. Vor allem, wenn du das wahrscheinlich nicht mehr brauchst. So, 6 von 9, das ist sehr gut. Das sind 2/3 beim ersten Mal blind. Wirklich blind. Okay. So, hier ganz entspannt. In Ruhe nachgucken. Muss ich dahin? Will ich dahin? Muss ich da irgendwas machen? Okay, da muss ich nicht hin. Das ist schon mal gut. Hier muss ich... Okay, ging's nur zurück. Alles klar. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Ein Herzchen, supi, supi. Und krass, wenn die Herzen besser versteckt sind als das, was du eigentlich sammeln musst. So, das ist jetzt die Frage. Jetzt muss ich hier... Nein! So, ich kann jetzt weiter, aber Leute, ich will hier noch hin. Glück gehabt, aber nur eins von diesen Schatztruhen. Boah. Seestern. Okay, lass mich mal überlegen. Da müsste ich hin. So, ist hier schon mal Ruhe. Das geht. Ich habe da jetzt noch einen Damage gefressen. Okay, ansonsten hier hoch. Aber hier war ich doch schon. Okay, hier war ich. Hier oben war ich jetzt auch. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal ganz strohdoof sagen... Das war's. Hier die Schatztruhe haben wir. Ich gucke, ob hier noch irgendwo auf dem Boden vielleicht eine Schatztruhe liegt, aber ich glaube, wir haben schon alle.
Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht so sicher. Ne, hier waren wir schon. Da drüben waren wir auch schon. Okay, das war's, würde ich sagen. Erstmal, wenn ich was vergessen habe, dann entschuldigt dies bitte. So, Unterwasservulkan, okay. Gut, so kann man es auch machen. So, das ist offen. Die Frage ist, möchte ich da schon hin? Da ist noch ein Herz, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Da ist noch was und hier auch noch. Nein, ich hab doch... Das ist ärgerlich, wenn du wegen sowas stirbst. Och nein. Nein, 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 nein. Nee. Ich muss den ganzen Scheiß neu einsammeln. Weißt du? Och nee. Man kann... Also... Man kann es mit den Dingern echt übertreiben. Nee, hier wird nichts geschnitten. Dann ist das halt so. Oh, das ist so ärgerlich. Das ärgert mich jetzt gerade. So, weil ich mir echt viel Mühe gegeben habe. Was das angeht. Und ich hatte echt nicht wenig Luck dabei. Ach, das war jetzt unnötig. Ah, schade. Ich dachte, wir könnten die irgendwie jagen und denen Herz abluchsen oder so. Scheinbar geht das nicht. So, hier gibt es nur so einen Dingsbums. So, da ist die Kleine auf Poppins gefallen. Aber, das macht nichts. So, 3 von 9. 2 Stück haben wir. Schon natürlich alle. Oder ich farm alles ab. Versucht es jetzt so schnell wie möglich zu machen. Ja, komm, spring her. Blöde Eule. Klaut mir einfach. Werf mich einfach mit irgendwelchen Büchern ab. So, hier gibt es sonst nichts mehr. Das ist gut. Die Ninja-Katze da unten kann mich mal gern haben. So, und jetzt geht's ab rüber. Oh, so viel zum Thema. Die Ninja-Katze kann ich gern haben. Ich dachte, ich könnte die dodgen, aber da war ich wohl zu schnell. Naja. So, da muss ich hier echt gut aufpassen. Ja.
Leben sind knapp. So, gibt's hier irgendwas? Nö, ne? Oh. Komm her! Oh, wunderbar. Schön. So, jetzt hier lang. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wo es lang geht. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich bin froh darüber. So, die Octobloctos hole ich mir noch. Oh. Wunderbar, okay. So, Money. Oh, Mädchen, bitte nicht. So, die Frage ist, wie komme ich denn hier hoch? Da ist nämlich noch ein Herzchen. Warte mal, das geht doch anders. Super. So, das geht bestimmt auch so. Ja. Super. Und hier? Wunderbar. Naja, immerhin. Drei Leben. Da müssen wir ja auch noch. Oder? Nein, nein, nein. Ich habe das geholt. Ich habe das geholt. Ich habe das geholt. Ich habe das geholt. Ganz ruhig. Ich habe das geholt. Und weiter geht's. So, jetzt hier nochmal alles absuchen. Wenn man weiß, wo es ist, ist es einigermaßen akzeptabel. Aber nur einigermaßen. Oh, ich habe gedacht, das wäre ein, mein Fehler. Ich habe gedacht, das wäre ein Dingsbums. Ein Schatz. So, vier. Alles klar. Hier in dem Wrack ist auch noch ein Schatz. So einer. Hier ist auch noch so einer. So, dann gehe ich einfach mal von der anderen Seite hier lang. Wenn das überhaupt möglich ist. Ja, ist es. Ah, ich verstehe. So, ich brauche den Hexenhut. Vielleicht ist da noch irgendwas versteckt. Nee, ist da nicht. Na gut. Nein! Oh, verdammter Drecksmist, ey. Oh, nee. Scheiße.
Scheiße im Dreck. Ach man, das ärgert mich jetzt richtig. Wie wäre es noch mit einem Herzchen? Das wäre schön. Da hinten muss ich auch lang. Jetzt ist die Frage, ob ich lieber hier lang gehe. Boah. Seestern des Todes. So, da lang muss ich sowieso. War da jetzt was? Ja, da war was drin. Die Frage ist nur, habe ich das wirklich gebraucht? So, jetzt muss ich da irgendwie... Da war ich. Jetzt muss ich irgendwie nach da links nach oben. Mit einem Leben. Also wenn ich es nicht sofort schaffe, dann bin ich... Gut, gibt's hier noch irgendwas? Da gibt's noch eine Karte. Hier unten gibt's noch ein Herzchen. Super. 6 von 9. Ja, da waren wir eben schon. Aber immerhin mit 2 Herzchen weiter als eben. Nein, ich hab doch, ich bin noch zweimal, ich war doch drüber. Leute, ich mache einen Schnitten, wenn ich es geschafft habe, habe ich es... Oh nee, komm, nee, draufgeschissen, dann wird das ein langer Part. Ist mir egal. Ich habe jetzt keine Lust, da noch einen Schnitt zu setzen und das 1000 Mal zu machen. Ihr müsst das mit mir durchsetzen. Durchstehen. Boah, aber ich konzentriere mich jetzt. Ich werde jetzt nichts sagen. Oder zumindest sehr wenig. Das war knapp. So. Das war schon mal ganz gut. 3 von 9. So, die eine hat sich selbst in den Tod geschossen, das ist gut. Hier war aber keine Karte. Nee, war hier nicht. Also ich habe jetzt keine gesehen. Ha!
Jetzt kommt der große Ansporn, aber das Konzentrieren hat geholfen, Leute. Bis jetzt. Das werde ich für diesen... Zeitriss auch weiterhin behalten. Weil... es zu helfen scheint. Ja, das ist halt das Problem bei Let's Playen. Du kannst dich halt nur... Nein! Nein, 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 nein! Boah. Ja genau, sobald ich anfange zu kommentieren, ist meine Konzentration nur noch halbwegs. Hallo. Ich würde gerne... Das war so mies. Oh, ja. Das war so mies. Das war so gemein. Eine halbe Sekunde früher. Später. Ach, Leute, vielleicht mache ich doch mal einen Schnittibus und guck, wann ich es gepackt habe. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part. Und es geht dann weiter, wenn ich alles habe. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.